Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. So, hier sind wir auf Feld 59, das muss gepflügt werden, gegrubbert werden. Pflügen war ja letztens ein Auftrag, also sind nicht komplett rausgeflogen, aber sehr wenig zurzeit. Vielleicht liegt es auch an der Jahreszeit, wie die Felder zurzeit bestellt sind. Aber wir haben ja auch gesehen, dass wir nicht alle Aufträge kriegen zum Abernten. Wir sind hier noch weiterhin auf Feld 77. Ich hatte den Drescher mal betankt. Das ist der Abfahrer. Der ist halb leer. Aber hier den Drescher habe ich mit unserer mobilen Tankstelle einmal betankt. Dann wird er das hier auch zu Ende bekommen. Müssen ihn dann reparieren. Ich weiß gar nicht. 80% haben wir abgeliefert. In dem ist, glaube ich, ja, die nächste Ladung schon voll. Der andere ist Gott sei Dank schon auf dem Weg hierhin. Ja, ist bereits an der Brücke. Der Komposter ist voll. Der liefert jetzt hier, der liefert beim Fermenter ab. Ich weiß nicht, wie viel da schon drin ist. Bist du voll? Er dreht so komisch, okay. Steigen wir mal hier aus, laufen mal eben drüber. Hier ist eigentlich gut leer, also wir haben ja einiges verkauft. Können wir hier noch, also Gras, wie gesagt, 600.000 kriegen wir noch hier rein. Wir müssten dann auch mal schauen, wie wir Silage, wie ist der Preis momentan? Gucken wir einmal hier. Was bedeutet 348? Oh, ist sogar Höchstpreis. Dann gehen wir hier ruhig mal ein bisschen höher. Aber Frage, haben wir jetzt, hatte ich jetzt nicht geguckt. Ja, BGA Nord. BGA Süd. Gärtnerei. Dann würde ich sagen, wir schnappen uns den LKW und verkaufen Silage. So. Gras, Silage bitte. Können wir die andere so Start Dann fahren wir mal zur Gärtnerei. Da kommt der New Holland schon wieder mit der nächsten Lieferung Gras. Fahren wir mal so rum. Viel Verkehr hier.
Dann können wir mal schauen, wie viel Kompost wir auch haben. Vielleicht können wir da auch mal eine Lieferung verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie der Preis momentan ist, oder? So. Dann lass uns mal schauen, ob wir den LKW 16.000 Kompost 74.000 schon. Was für einen Preis kriegen wir? Kompost hier 700 sogar. Alle Achtung. Dann lohnt sich das ja wirklich, hier den Komposter zu befüllen, weil von Silage kriegen wir nur 348 und hier kriegen wir ja mit Diesel zusammen. So, nee, Gras möchte ich jetzt nicht wieder raus. Das ist Luzerne frisch, okay. Vielleicht ist dann auch die Überlegung wert, wenn der Fermenter jetzt voll ist, dann ein bisschen auch was bei uns im Lager reinzufahren, um dann später, na gut, aber aus dem Fermenter kriegen wir es ja auch raus. So, dann. Ja, falsche Taste. Ach, jetzt bin ich ganz weggeklickt. Gärtnerei besuchen. Oder ein Fahrzeug einsteigen. So, und du bist der. Siebzehntausend, der andere war ja auch voll. 34, 35.000. Gut, wir mussten Diesel noch mitzunehmen, was uns auch nicht gerade wenig kostet. Der Dieseltank könnte ein bisschen größer sein, wenn es nur 30.000 ist. Wenn wir mit 12.000 anliefern, ist das immer so eine Gratwanderung. 85 fällt 77, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen als nächstes auf ein neues Feld. Ich hatte mir schon ausgeguckt, vielleicht hier unten fällt das ehemalige Feld 8. Hier unten. Ich weiß gar nicht, welche Nummer das jetzt hat. Gucken wir gleich mal. Start.
Hier 35, 35, 36, die stünden ja zur, wobei 39 ja schon grün ist, ist auch alles voll gedüngt, das ist super. Was ist auf einen Feldern drauf? Ich glaube, das ist genauso weit wie der Hopfen hier. Hier sind Sonnenblumen und Sonnenblumen haben wir überhaupt noch keine Verwendung. 35 ist Weizen. Weizen kann man immer gebrauchen, auch wegen dem Stroh für das Heizkraftwerk. Deswegen würde ich eher Feld 35 nehmen wollen. Hier mal ein bisschen weiter beladen. Sonst stehen wir gleich den Grasfahrer im Weg, den Ladewagen. Gut, wir könnten auch mal, ich glaube, hier ist ja auch ein bisschen Platz. Dann brauchen wir ja nicht so weit fahren. So. Aber wir kriegen, glaube ich, nicht beide, ne? Wir waren gerade sogar schon raus. Okay. Ist der Trigger nicht ganz so groß? Oh, wir sind sogar schon. Hier schon wieder voll. Hab gedacht, da gingen wenigstens 100.000 rein. Das wäre jetzt kein Sinn, aber habe ich mich getäuscht? Dann machen wir hier noch mal voll. Er kommt auch noch nicht. Und dann schauen wir gleich auch mal nach Feld 77. Dann fahr doch mal zur Gärtnerei, dann brauchen wir dich ja nicht. Da kommt er. Dann können wir uns nämlich mal Feld 77 anschauen. Du bist wieder auf dem Rückweg. Ja, so ein paar Bahnen sind das hier aber noch. Dann können wir auch den kleinen Fahrer nicht abziehen, weil den brauche ich hier, sonst steht der Drescher zu lange rum. Und ich meine, früher hat er sich nicht so ausgeschaltet, wie er eigentlich konnte. Und verbraucht dann den Sprit. Deswegen fahren die Abfahrer hier, kommen mit dem Sprit hin, den sie haben. Aber der Drescher, der ist dann auf halber Strecke ist er dann leer. Gut, die Abfahrer machen ja zwischendurch auch Schalten aus. Ja, viel. Ja, machst du die 100 voll oder? Ja, mach die oder fast 100 voll.
Na, zweimal abtanken kannst du noch, dann bist du auch voll. Feld 21 wird nichts gearbeitet. Ich glaube, das ist eine weitere Grubbermission, richtig? Nee, sehen. Da wollte ich ansehen. Sojabohnen. Aber so wirklich ein. Ups. Wir blockieren hier doch alles. Und ich komme hier noch niemals weg. Komm, wir müssen den mal ein bisschen schieben. Jetzt haben wir ihn doch im Weg gestanden. So, jetzt ist er auf jeden Fall aus dem Weg. Lass uns mal schauen. Der Komposter, wie schnell arbeitet der? Haben auch festgestellt, dass man hier auch durch den Tank laufen kann. Keine Kollision. Diesel haben wir, ja, 45% noch. Ja, aber der arbeitet nicht schnell genug, glaube ich. Mist. Häckselgut. Häckselgut kommt ja. Ja, wollten wir ja machen mit dem. Aber das ist ja nicht das Richtige. Wir sammeln ja nur Stroh auf. Wir häcksen es ja nicht. Luzerne haben wir nicht, Stroh haben wir ein bisschen was. Stroh brauchen wir, Stroh für die Tiere, aber die sind ja auch erstmal versorgt, wenn wir da voll machen. Ansonsten Heizkraftwerk wäre ja noch eine Frage. Hier ist deaktivieren, damit wir die Kosten nicht haben. 200.000 Hackschnitzel haben wir. Separator ist auch. Auch am Arbeiten, aber den müssen wir erstmal aktivieren. Da könnten wir Leerpaletten hinliefern. Zum. Ich weiß gar nicht, wie viel wir letzte Mal hatten. Vier, drei, vier Paletten. Können jetzt hier einmal ausladen. Machen wir hier mal kurz los. Ne, fahr mal vor. Wo ist denn hier der Trigger? Ja. Und die 31.000 muss ich mir auch noch gut schreiben. Die sind auch noch nicht dabei.
Dann holen wir hier noch mal eine Lieferung ab. Dann haben wir hier, passen hier wieder 400.000 Liter Silage rein. Die können erstmal produziert werden. Gras ist noch 500.000 Platz. Und dann müssen wir ja auch Feld 10, 45 auch noch striegeln. Habe ich, glaube ich, hier bei dem kleinen Feld gar nicht gemacht, oder? Bin ich da selber einmal kurz rüber gefahren? Ich weiß es gar nicht. Den fahren wir lieber selber. Ist ja gleich hier um die Ecke. Dann kann man lieber den Traktor hinschicken. Der hat dann nicht solche Probleme und er fährt dann auch, kann auch gleich abkippen. Aber zurzeit ist der ja noch voll mit Feld 77 beschäftigt. Ja, das ist ein bisschen blöd. So, 16.000 für beide. Dann können wir den erstmal wieder auf Parkposition schicken. Wie gesagt, ich kriege den nicht anders eingestellt, dass der über die normalen Sachen ablädt. Ich glaube, das hat eher was mit Paletten zu tun, schätze ich mal, ne? Oder? Jetzt kommt auf einmal. Habe ich noch nichts gefunden. Wo ich dem hier den Anhänger sagen kann, du bitte nicht über dieses Förderband seitlich, sondern einfach hinten. Aber hier fehlt auch so langsam auch wieder Siliermittel. Müssten wir mal auch auftanken. Können wir den gleich reparieren. Machen wir vielleicht, wenn er nächste Mal zurückkommt. Oh, wir haben hier, der Abfahrer ist auf dem Weg zum Depot.
50%, halb voll. Bei 60 ruft er den Abfahrer. Ich hoffe mal, vielleicht kommen wir hier schon mit der Lieferung nah dran. ...96% fällt 77. Aber ich habe noch nichts eingefunden, der... ...ansehen kann. Können wir hier den... Ah, den müssen wir dann... Überschmied überspringen machen, sonst dreht er viel zu schnell. Oh, jetzt komme ich hier gar nicht durch. Dann gehen wir mal hier rum. Dann fahre ich hier mal raus. Fällt 21. Abmarsch. Der soll... Sojabohnen, ne? Ja. Weizen, Hafer, Raps, Sojabohnen, das müsste es sein. Na komm, du kannst doch bestimmt noch drehen. Jawohl. Dann ist das Rohr auch nicht mehr in der Frucht, aber du... Das dauert noch, bis er da ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf Reihen noch. Vielleicht wären wir sogar mit der Lieferung fertig. Wäre natürlich schön. Komm, wir fallen immer selber. Gut, sind wir jetzt auch nicht viel schneller, aber schneller um die Kurven auf jeden Fall. Er schiebt aber ganz schön mit dem Anhänger. Ja, 53 kann auch ganz schön langsam sein, wenn man gerade hier so, wenn man das Schild sieht, dann 70 km/h, 100. Und wir juckeln hier die ganze Zeit schon mit 53. Oh, da kommt der Gelbe. Aber 70. Fahren wir hier geradeaus mal. Dann sind wir, glaube ich, ein bisschen
schneller unterwegs. Wo wollt ihr denn hier alle hin? Auf den Spaziergang oder was? Oh, bremsen. Oh, bisschen zu weit. Ne, 94%. Wir sind jetzt bei 99. Dann muss ich den auch wieder auf die Straße setzen. Weil eigentlich läuft der Kurs ja andersrum. Wir kommen hier rein. Haben wir ja auch anders eingefahren. Und setzen dann hier wieder auf den Kurs. So, liebe Freunde, das war's schon mal von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein, hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.